So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 mit geänderten Bedingungen. Lasst mich das kurz erklären, was ich damit meine. Ich meine damit, dass ich jetzt woanders aufnehme, weil ich aus meiner bisherigen Wohnung ja ausgezogen bin und jetzt über die Sommerferien größtenteils wieder bei meinen Eltern bin. Das heißt, ich habe jetzt hier einen etwas größeren Fernseher. Ich sitze etwas weiter weg. Habe ich Ton? Ja. Es müsste von der Aufnahme her alles eigentlich identisch sein. Ich hoffe, dass da nichts schief läuft. Genau. Aber für mich sind es praktisch. Oh Gott, es ist viel zu laut. Für mich sind es be veränderte Bedingungen. Ich muss mal ganz kurz hier den Ton leiser machen. Problem ist hier auch wieder, der Fernseher hier hat. Ja, genau. Der hat extra Einstellungen für Kopfhörer. Ich muss also, wenn ich Kopfhörer leiser machen will. Das ist so ein Blödsinn. Komm, mach hinne jetzt. So. Wenn ich Kopfhörer leiser machen will, muss ich das separat einstellen. So, besser. Jetzt dröhnt mir auch nicht alles so ins Ohr. Und das ist ein bisschen umständlich. So, was ich jetzt heute machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte mir das Level von Counterfeit anschauen. Und zwar, es ist endlich da, das Cave-Level. Ah. Da ist es, Cave Counter 2. Und, ah ja, ich merke jetzt schon. Die Internetverbindung hier ist deutlich schlechter. Oh, guck mal, Twix hat Fafnir neu hochgeladen, oder? Hat er das alte gelassen? Nein. Hat er es doch. Er war sich nämlich nicht sicher, ob er es ändert oder nicht ändert. Anscheinend hat er es jetzt doch geändert. Das müssen wir also auch nochmal spielen. Fangen wir doch damit einfach schnell mal an. Oh, merkt ihr, wie es länger lädt? Das gefällt mir nicht, aber gut. Ein bisschen länger dauert es zum Laden. Hä? Warum? Warum ist das denn jetzt so rum? Sollte es nicht auf dem Kopf sein? Wolltest du das nicht? Willst du, dass es nicht auf dem Kopf ist? Gott, das ist ja komplett. Das ist ja jetzt komplett ungewohnt. Warum? Warum? Das ist ja komplett ungewohnt jetzt. Hilfe! Ach du Sche. Nee, das kann ich nicht. Das ist jetzt ja. Jetzt muss ich hier komplett umdenken. Ich dachte jetzt, ich spiele das schnell nochmal durch, aber so haut es nicht hin. Das kriege ich nicht mehr hin. Oha. Wieso springt er denn nicht wieder? Aber es kann auch jetzt der größere Fernseher sein, der jetzt ungewohnt ist. Also es kommt jetzt einiges zusammen, ne? Das muss man dazu sagen. Ist das jetzt komplett. Funktioniert das jetzt anders oder? Ich versuche es gerade eigentlich so zu spielen, wie ich es davor auch gespielt habe, aber es haut nicht hin. Aber warum ist es denn nicht auf dem Kopf? Wieso kommt der. Ich habe Fragen. Ich habe viele Fragen. Der zweite Sprung geht nicht. Wieso kann ich das denn nicht? Ach.
verstehst. Das ist gerade. Das verwirrt mich jetzt komplett. Ach, komm schon. Ich glaube, es ist schon der größere Fernseher. Das sind jetzt die. Ich schätze das jetzt alles völlig falsch ab. Oh Gott, ich schätze das völlig falsch ab. Das ist jetzt komplett ungewohnt. Oh, Hilfe. Ja. Ich glaube nicht, dass das am Level liegt. Das ist jetzt ja was, das bekommt ihr ja gar nicht mit, weil für euch ändert sich ja an der Aufnahme am Bildschirm ja nichts. Aber für mich ändert sich gerade alles. Oh Gott. Ich baue gleich einfach meinen Fernseher wieder auf. Oh nee, Mann. Das ist jetzt super verwirrend. Aber ist dann vielleicht ganz gut zum Reinkommen. Aber jetzt muss ich ja. Wo muss ich jetzt hin? Hä? Nee, das ist komplett neu gebaut. Das ist jetzt wirklich komplett neu gebaut, oder? Jetzt ist alles auf der Seite. Ich bin verwirrt. Lassen wir das. Lassen wir das. Ich bin verwirrt. Neutral Direction after Spring while being in air helps. Uwu. Ich bin komplett verwirrt. Das hat er gesagt, ist ein neues Level. Anscheinend ein einfacheres. Ja. Anscheinend ein etwas einfacheres. Fangen wir damit mal an. Vielleicht komme ich damit jetzt besser rein. Also das tut mir jetzt gerade leid. Das war wieder ein... Puh. Das war ja wieder ein Mist jetzt. Ach, guck mal, 88 Goombas. Hammer. Oh, muss ich jetzt erst den ganzen... Oh mein Gott. Was passiert da... Was... passiert da oben? Oh Gott, was... Oh, ist das dein Ernst? Oh, da kam ein Stern raus. Toll. Super. Wieso kam... What? Geht das irgendwie schneller? Oh mein Gott. Ach komm. Oh, ich raste. Es Counter. Warum? Warum machst du das? Ah, ich kann hier keine Stampfattacke. Okay. Ach, was mache ich denn? Guck, seht ihr, was ich meine? Ich kann nicht mal abschätzen, wo der Block ist. Wow. Oh, ich bin so kein Freund von dem Hammer, ne? Vor allem für so einen Quatsch dann. Oh. Spring halt da rein, Mario. Oh mein Gott. Oh. Ist halt sein Ernst. Thank you.
So, gib mir den Stern. Der Rest ist oben, ja? Oh boy, das war knapp. Oh, das ist ja richtig knapp gesetzt. Ach, okay. Alles klar. Oha, 5 und 5. Da muss aber einer richtig schnell durchgekommen sein. Ja gut, meinetwegen. Ei. Was ein Quatschlevel. So, aber der Grund, warum wir hier sind, ist der hier. Er möchte mit diesem Level natürlich erreichen, dass ich den ganzen Part dafür brauche. Jetzt habe ich schon 11 Minuten aufgenommen. Schauen wir mal. Is it too hard? Are you too soft? May contain traces of puzzles. Ah ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was passiert. Gucken wir es uns einfach mal an. Ist jetzt vielleicht gerade unter den neuen Bedingungen etwas ungünstig, aber hey, was soll's. So, hier haben wir eine Blume. Da haben wir den Stern. Da haben wir den Pilz. Okay, kann ich alles noch nicht nutzen, weiß jetzt aber schon mal, wo was ist. Und solange ich das nicht nutzen kann, ist es eh irrelevant. Da ist ein Yoshi. Da ist eine Münze. Da ist eine Tür. Die mich hier hinbringt. Wieder zurück. Jetzt ist das Yoshi ausgelöst. Ich will das Yoshi wieder haben. So. Aber irgendwas sagt mir, dass das... Oh, was? Irgendwas sagt mir, dass das hier am Anfang alles einfach fake ist. Und ich das niemals in meinem Leben brauche. Oh boy. Okay, dann muss ich da warten. Alles klar. Oh ja, es hat jetzt einmal gut geklappt. Es wird jetzt nicht mehr so gut klappen. So schnell, fürchte ich. Und wahrscheinlich müssen wir das immer wieder am Anfang... Oh je, oh je. Okay. 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 Ach Gott, ach Gott, ach Gott, da kommt mehr raus. Ich will das so wie vorhin, eigentlich lief das ganz gut, dass ich da direkt runtergekommen bin, ne? Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Das will anders getimed werden. So nicht. Oh, wie habe ich das denn gerade hingekriegt? Mist. Das war ein guter Ansatz, den ich gerade hatte, aber jetzt kam er dann einfach nicht mehr. Ah, so. So irgendwie. Oh, verdammt. Ich kam ja direkt rüber. Mist. Ach man, das einmal so was Gutes kommt und dann nicht mehr. Ah, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Okay. So, jetzt will ich... Okay, okay, okay. Bleib ruhig, Colin. Bleib ruhig. Schieb's nicht auf den neuen Fernseher. Also nicht neu, aber es ist kein neuer Fernseher. Es ist einfach... Für die Aufnahme ist es ein neuer Fernseher. Es ist schon, doch, es ist schon von den Abständen her, es ist komischer jetzt, es ist alles so groß. Ne? Es ist jetzt ja, vorher war es halt so ein kleinerer Bildschirm, jetzt ist es halt so ein großer Bildschirm. Dadurch wirkt alles breiter und länger und keine Ahnung. Uff. Yes, no. Oh, dieser Anfang. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den spielen werden müssen. Oh je.
hoffe, er hat sowas wie Checkpoints eingebaut diesmal. Weiß es aber nicht. Er muss ja eh alles am Stück einmal durchschaffen. Dann hat er wahrscheinlich auch keine Checkpoints eingebaut. Muss man ja nur doppelt und dreifach spielen als Spieler. Ist ja irgendwie... Oh nein, jetzt bin ich da in die Stachel reingerannt. Oh nö. Täuscht es oder ist es auch unschärfer? Das... Oh, sehr gut. Okay, jetzt darüber. Jetzt hier hoch. Jetzt habe ich keine Ahnung. Was? Wohin zieht der? Ach so. Da kann ich da drauf stehen. Aber dann kommt da von oben einer runter. Eieiei, okay. Okay, so weit, so gut. Na, dann kommt direkt der. Okay. Puh. Oh, ist das eine... Boah. Ja, du hast wieder was Schönes gebaut, Counter. Ich sehe das schon. Du hast was ganz Tolles gebaut. Ach so, ich hoffe übrigens, man hört den Ventilator nicht. Weil der ist so leise. Und den hat man früher auch nie gehört. Jetzt bin ich ja nicht mehr in der Kellerwohnung. Jetzt brauche ich Ventilator. Ja. Ich will meine Wohnung zurück. Ah, Mann. Mal schauen, was als nächstes für eine Wohnung kommt. Da bin ich jetzt am Suchen aktuell. Oh, Mist. Okay, so. Nein! Ah, wir kommen jetzt immer etwas öfter dahin. Das ist doch schon was. Aber bei den Swarms sind wir jetzt erst ein einziges Mal gewesen, ne? Das ärgert mich ein wenig. Okay. Na, ich... Es war so klar. Es war so klar. Aber wie gesagt, ja, hier kommen wir jetzt öfter hin. Das ist schon mal tatsächlich ganz gut. Aber jetzt geht's nämlich hier los. Man kommt einmal ein bisschen weiter vor und dann die ganze Zeit wird man zurückgeschlagen. Ach, Mann. Ach, Mann. Aber teilweise sehen die Sachen so unscharf. Sind das meine Augen gerade oder ist das wirklich der fertige Bild? Gott, ist das komisch. Diese Donut-Dinger, die sehen zum Beispiel so ein bisschen unscharf aus. Aber es könnten auch meine Augen gerade sein. Ich weiß es nicht. Wenn wir mal Brille putzen. Nee, wenn's überhaupt nicht funktioniert hier mit dem neuen, was heißt neuen Fernseher, mit dem Fernseher hier im Zimmer, baue ich einfach meinen auf. Was soll's denn? Okay, ich kann den einen einfach komplett überspringen. So, dann kommt der da oben runter. Der kommt aber langsam runter. Also ich kann da eigentlich direkt weiter. Die Zeit habe ich eigentlich. Ich muss mich da nicht hetzen. Ich muss mich da nicht... Ah, das sollte ich... Aber das sollte ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Ah, was mir gerade auffällt, ist, ist ein Cave Counter 2 ohne rote Münzen. Ich hätte jetzt gedacht, da in den Cave Counter 2 gehört auf jeden Fall auch eine rote Münze. Aber anscheinend sieht er das anders. So. Okay. Okay. Jetzt bleiben wir so. Jetzt stirbt der ja. Ah! Gott, kann ich hier erstmal warten? Danke. Nein! Nein! Ach, jetzt wollte ich... Ach, Mann. Verdammt. Boah, wir waren weit. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube, wir waren weit. Uff. Uff. Eieiei.
So, weiter. Okay, wir kommen wieder dahin. Okay, jetzt in Ruhe. Oh Gott. Was machst du mit mir? Oi, 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 oi. Okay. Okay, aber wir waren weit. Es wird. Jetzt wird's nicht mehr. No! Jetzt habe ich den nicht erwischt. Oh no. Ach. Na toll. No. Aber ich stelle mich jetzt langsam auch auf den Fernseher ein, ne? Man merkt's. Das sind jetzt eigentlich schon wieder relativ normale, ich sag mal, Spielzüge, die ich hier mache. Schon. Nein. Lass mich wieder da nach hinten. Ich will nicht hier vorne jetzt rumeideln. Das macht mich dann wieder sauer. Aber so richtig. Verständlicherweise, ne? Auch interessant, wie das Feuer einfach eine Zeit, bevor es verschwindet, schon keine Hitbox mehr, hat. Ach, komm, ey. Nein, warum mache ich denn jetzt? Das wird wieder so. Jetzt kommen wieder so Sachen, für die ich mir am liebsten einfach schlagen würde. Ne? So völlig unnötige Fehler. Warum mache ich sowas denn? So, nein. Wisst ihr, wie lange ich jetzt wieder hier vorne in dem Teil rumeidel? Zweimal waren wir jetzt ganz weit hinten. Also, je nachdem, wie weit hinten das ist, aber wir waren weiter hinten. Sagen wir es halt so. Und jetzt komme ich nicht mal mehr über diese ersten Swamps. rüber. Was sind das immer für komische Entwicklungen? Wieso kann man denn nicht einfach da weiterkommen, wo man vorhin war und macht jetzt nicht hier vorne plötzlich Fehler? Was soll denn so ein Quatsch? Bin ich überhaupt kein Fan von. Oh, nicht schon wieder! Ja, also Counter wird auf jeden Fall sein Ziel erreichen. Das wird ein... Daran werde ich den ganzen Part sitzen. Oder halt den Rest des Parts. Jetzt ist er nicht gesprungen. Uff.
So. Nein! Ja, das war nicht so gut, ne? Das hat man jetzt aber auch noch nicht. Das war jetzt ein neuer Fehler. Das ist nicht gut. Weil je mehr von diesen neuen Fehlern ich mache, desto öfter werde ich sie auch tun. Und wiederholen. Eieieiei. Aber hier kommen wir jetzt mittlerweile ganz gut runter. Nicht aufregen. Einfach nicht aufregen. Einfach mal locker bleiben. Warum kann ich das denn nicht? Ist doch egal, dann dauert es halt länger. Hat doch keiner was davon, wenn ich mich aufrege. So, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Was ist das denn hier? Was ist... Oh Gott, muss ich den erwischen? Oh nein, jetzt ist das mit Timing oder was? Oh, das gefällt mir nicht. Dann habe ich keine Zeit zum Nachdenken. Ah. Aber wir waren wieder so weit hinten. Das ist okay. Damit bin ich einverstanden. Nein! Damit bin ich nicht einverstanden. Ich will es wieder nach hinten. Ich muss dann schnell rüber. Ich glaube, die ersten Paus lösen die Mancher da aus. Dann muss ich mir den aus der Luft schnappen und damit die anderen Mancher weghauen, die dann dahinter kommen. Na, so ungefähr wird das... Ich will jetzt da nach hinten. So ungefähr wird das sein. Gerade sage ich noch nicht aufregen. Also, wir regen uns nicht auf. Dann sterben wir halt vorne. Ist doch egal. Dann ist es halt so. Ich denke mir dann halt immer so, das ist dann der Teil, der für den Zuschauer wieder dumm wird. Weil der Zuschauer will ja auch sehen, wie ich weiter nach hinten komme und nicht, wie ich hier vorne rumeidle. Das will der Zuschauer ja eigentlich nicht sehen. Liege zumindest mir als Zuschauer so. Na, man ist ja selber auch neugierig und will wissen, wie es weitergeht. Und dann ist dieser doofe Let's Player einfach zu blöd, um da wieder nach hinten weiterzuspielen. Na, dann macht der Fehler, dann ärgert man sich als Zuschauer, da ärgert sich der Let's Player. Und am Ende ärgern sich alle! Mann! Das ist dann doof. Wenn ich selber aber schon weiß, was da hinten kommt, dann finde ich es wieder als Zuschauer lustiger, wenn der Let's Player halt rumfailt. Ne? Also wenn jetzt jemand SMW spielt, dann möchte ich eher Fails sehen, als dass jemand da weit vorankommt, weil kenne ich halt. Also es ist immer so ein bisschen der Unterschied. Warum ich das jetzt erzähle, keine Ahnung, weil ich es kann. Kommt hier bestimmt auch am Stück durch, aber das muss jetzt wirklich nicht sein. Es ist schon schwierig genug, den ganzen Quatsch hier... Ah, Mann! Kriege ich das irgendwie gerettet? Nein. Den ganzen Quatsch hier zu treffen. Nein! Und jetzt... Ah, ist das immer gemein mit diesem einen Block. Und es kommt so oft vor. Ja, da hast du wirklich wieder was Tolles gebaut, Counter. Gratulation. Nein! Geh doch heim! Thank you.
Nein, ich habe mich nicht getraut. Es war mir gerade, kam es mir noch zu bald vor. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, wann ich genau abspringen sollte. Und da war es, ja, das war ja, wow, den Tod hat man noch gar nicht. Und da war es zu spät. Ah, so ein Käse. Ah, zu weit. Ah, da hinten wird dann Druck aufgebaut auf mich, weil ich weiß, ich muss schnell weiter. Das ist nicht gut. Den Druck da mag ich nicht, aber gut. Kann es jetzt nicht ändern. So ist es halt gebaut, ne? So ist es halt gebaut. Ja, er sitzt jetzt natürlich davor und freut sich. Ach, Mensch. Aber gut, das sind jetzt alles keine Sachen, wo ich nicht weiß, wie es geht. Ich weiß an sich, wie es geht. So grob, glaube ich, es zumindest zu wissen. Und eigentlich dürfte ich mich nicht aufregen, weil ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Also was regt mich eigentlich wirklich auf? Ich glaube, es ist wirklich so, dass ich nicht weiß, ist es dann jetzt überhaupt noch unterhaltsam? Gefällt es einem noch? Jetzt sind wir schon, glaube ich, bei keine Ahnung, einer halben... Ich kann jetzt nicht auf die Zeit gucken. Das wäre jetzt eine ganz schlechte Idee. So, jetzt gehen wir gleich weiter. So, und den muss ich mir schnappen. Ach so. Oder auch nicht. Da hat sich der jetzt drum gekümmert. Oh Gott, jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, ne? Ist da oben was Relevantes? Oh! Hä? Okay, da ist ein Schlüssel. Kriege ich einen Check? Ist es dein Ernst? Ich krieg wirklich einen Checkpoint? Sick. Danke dafür. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Weil das sieht so komisch aus am Fernseher, aber das ist... Okay. Das Bild ist nämlich ein bisschen... Ja, ich sehe das Ende nicht. Interessant. Aber da ist nichts. Okay, ich muss das Bild vom Fernseher dann mal ein bisschen verschieben. Das ist... Ja, wow. Aber gut, das ist jetzt nicht relevant. Ist das ein Reset? Achso, das ist... Okay. Gut, also ich kann nur den hier drücken. Dann killt er den. Darf er den killen? Der killt sich jetzt hier gleich gegenseitig. Hallo? Ah, der muss da rein und ich muss dann... Ja, okay, verstanden. Und das ist eine Reset-Door, alles klar. Gut, das ist der Puzzleteil. Das sieht aber eigentlich ganz machbar aus. Der Goomba ist eigentlich nicht relevant. Relevant ist nur er hier. Er muss... Ja, genau. Ne? Er muss... das muss er machen. Und in dem Moment muss ich da oben in dem roten Ding drin sein. Dann ist alles cool. So. Und dann muss ich noch schneller springen. Vielleicht machen wir es mit dem Drehsprung. Vielleicht ist das angenehmer. Ich weiß es noch nicht. Na, so nicht. Ich glaube, auf dem On-Off kann ich stehen, ohne dass er loslegt. Da guckt er nur, ne? Boah, das ist echt knapp. Okay. Boah, wir müssen den ganzen Anfang nicht mehr spielen. Das ist schon jetzt so gut. Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei 35 Minuten. Okay. Boah, ich bin nicht schnell genug. Komme ich vielleicht direkt da rein? Muss ich gar nicht doppelt springen. Nee, das ist von der... Nee, das haut von der Höhe her nicht hin. Herrgott! Wieso bleibe ich denn da hängen? Nee, das haut von der Höhe her echt nicht hin.
Okay. Dann einfach schnell, ja, schnell springen einfach. Haha. Hat nicht funktioniert. Was hat sie mit... Das ist doch... Der Gumba ist doch wirklich irrelevant, ne? Doch, ich muss da schnell hoch. Es geht gar nicht anders. Ey, jetzt bin ich da hängen geblieben. Okay. Okay. Nee, das rei... Hä? Ich würde echt gerne einfach einen kleinen Sprung darüber machen. Ja, jetzt hätte ich es haben können, wenn ich nicht gegen die andere Ecke gesprungen wäre. Ich glaube, dann hätte es geklappt. Ich glaube es, ich weiß es noch nicht. Ja! Okay, und das reicht aus, um da hochzukommen. So, und jetzt nämlich... Das sieht jetzt auf dem Fernseher nämlich so aus, wie wenn hier kein Platz wäre. Nur die Tür hier ist nur halb sichtbar am Fernseher. Ich dachte, das hat er so am Rand gebaut, aber ich sehe auch in der Aufnahme, dass es ganz normal hier eine Lücke einfach ist. Die Frage ist jetzt, kann ich das schon auslösen? Okay, war das jetzt gut? Ich verstehe. Das ist ein Resettor. Das ist ein Resettor. Gut, ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen. Ach so, er hat ja funktioniert. Ja, dann hat es ja funktioniert. Was wollen wir denn mehr? Das war jetzt diesmal kein schwieriges Puzzle. So. Okay, da kommt ein Koopa raus. Na, genauso habe ich mir das gedacht. Aber das Problem ist jetzt gerade die Zeit. Die wird mich gleich hier... Da kommt einmal, kriege ich hier den Pau. Den brauche ich. So, da kann ich nichts machen. Das macht er einfach, das löst einfach aus. Und dann brauche ich hier den anderen Koopa. Habe ich den jetzt gerade gekillt? Habe ich den jetzt gerade dadurch gekillt? Ah, da oben kommt dann eine Ranke raus. Wait! Die Koopas resetten nicht. Ja gut, dann muss ich von unten nochmal anfangen. Also habe ich hier nur einen Versuch. Das ist natürlich nicht so cool. Das ist natürlich nicht so cool. So. Lass mich da hoch. No. Na, der Koopa kommt wieder, aber die da oben kommen nicht wieder. Nein! Oh. Ich werde übrigens ganz laut weinen, sollte ich versehentlich jetzt den Neustart betätigen. Dann ist alles vorbei. Ach Mist. Dann ist alles vorbei. Aber ausnahmslos. Jetzt habe ich den extra ein bisschen weiter rüber. Entschuldigung. Oh Gott, Stimme. Extra.
extra ein bisschen weiter rüber gesetzt. So, mach den weg hier, den Quatsch. Dankeschön. Ich meine, es ist ja nicht schwierig, ne? Aber es ist halt schon ein bisschen suboptimal. Wenn das alles nur einmal funktioniert. Ja, jetzt ist der da drüben, das ist nicht gut. Jetzt muss der erstmal da durchlaufen. So. Ich meine, jetzt funktioniert es, ne? Jetzt kriege ich auch die Ranke da oben. Das ist jetzt ja nicht schwierig. Zack. Und jetzt holt er mir die Ranke. So. Ich habe keine Ahnung, wie der on-off sein muss. Ich mache den jetzt mal so rum. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Einfach, weil ich es kann. So, da sind wieder meine Resettors. Was ist das? Ach Gottchen! Das ist das. Mach rot. Mach blau. Mach rot. Ich bin zu langsam. Verstanden. Ah, jetzt sind die weg. Und dafür brauche ich die Resettor. Gut. Alles klar, kriegen wir hin. Das sollte nicht zu schwierig sein. Rot. Blau. Rot. Blau. Rot. Blau. Genug Zeit. Neues. Zwei Leben. What? Was ist passiert? Warum kriege ich so viele Schlüssel? Das macht mir Angst. Das macht mir jetzt etwas Angst. Okay. Hä? Okay. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Eine halbe Stunde. Ungefähr. Ne? Ungefähr eine halbe Stunde. Weil ich mit 10 Minuten an... Entschuldigung. Boah, meine Stimme. Weil ich bei 10 Minuten ungefähr angefangen habe. Ja, kommt hin. Okay. Der Puzzleteil hat mir gut gefallen. Da hast du coole Ideen gehabt. Der Anfang war halt so ein bisschen dieses Parcours-Zeug. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich es geschafft habe. Ich hab gedacht, ich werde mich mehr aufregen. Zum Glück lief das ganz gut. Uff. So, den Fury Wine Fun werden wir uns dann demnächst anschauen. Der hat wieder irgendwas gebaut. Das könnte komisch sein, ich weiß es nicht. If you can make it here, you can make it anywhere. Wir gucken mal ganz kurz rein. Aber das klingt nach einem großen Level. Ach so. Ah ja, Moment, der fliegt ja. Hui. Ich habe schon einen fliegenden Schuh, danke. Oh boy. Ach so. Ach, da komme ich durch. Habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Na, wirst du wohl. Okay. So, da drüben war die Tür. Ah. Okay.
So. Soweit ist das alles in Ordnung. Okay, kann ich auf die Feuer drauf? Das weiß ich jetzt wieder nicht. Aber wahrscheinlich kann ich das. Alles andere wäre halt komisch gewesen. Das sollte reichen. Da ist ein Leben. Und eine Coin. Brauche ich alles nicht. Oh, Junge. Okay. Und ein Checkpoint. Nehmen wir mit. Ah! Ich war mir unschlüssig. Oh, das wird schief gehen. Nee, geht nicht schief. Ah, nee! Das ist ja mies. Ja, tschüss. Das ist ja mies. Okay. Aber jetzt weiß ich ja, was kommt. So, gib mir den bitte. Danke. Ist ja gleich hier gewesen. Also wir haben ja eigentlich nichts verloren. Ein bisschen Zeit. Okay. Reicht das nicht? Muss ich vom Schuh abspringen? Kann das sein? Oder verliere ich hier einfach schon zu viel? Ja, tschüss. Mist. Machen wir es halt so. Wenn ich einen Schuh bräuchte, würde ich mir wieder einen geben, eigentlich normalerweise. Never mind. Okay, ich krieg keinen Schuh. Ich muss also mit Schuh da rein. Gut. Gut, wie ich mit Schuh da rein bin. Wie? Wie? Kommt ihr auch hier schon? Muss ich echt? Ich muss halt... Oh, ich muss das wahrscheinlich echt wieder zurück, ne? Oh nein. Nee, es geht. Oh, es geht gerade so. Okay. Ich dachte schon. So, jetzt... Oh nee, ich muss von der Säge ab. Ach Gott. Ach, zum Glück sind Sägen und Schuhe so... überaus freundlich zueinander. Okay. What? Ich kann doch jetzt nur da rein. Nope. Ich hätte hier mit Schuh hochgemusst. Hä, nee, ich komme hier... Hä? Oh, ich verstehe es. Ja, ich hab's versaut. Ich verstehe es. Und dann tötet man hier die Goombas Stück für Stück. Die Goombas, guten Morgen. Die Boos und dann ist da irgendeiner mit Schlüssel. Mist. Okay. So, jetzt muss ich hier aber hinkriegen, wieder schnell zu sein. Komm, hoch, hoch, hoch mit dir. Okay. Das klappt. Sehr gut. So, jetzt muss ich hier... Geht das? Komme ich da so hoch, dass der die Säge annimmt? Und mir nicht... Ja!
Das war nämlich genau, was ich befürchtet habe. Aber ich brauche diesen Schub von der Säge da oben. Ich brauche diesen Schub von der Säge da oben. Ach Gott, ey. Hoch mit dir. Oh Gott, das ist so knapp. Na, ich brauche diesen. Ah nein! Ich brauche diesen Schub. Okay, das wäre jetzt höher gewesen. Also mit Anlauf, ja? Genau. Ja, verdammt, ihr seht, was ich machen muss. Okay. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wow. Okay. Das geht also auch. Hoch mit dir. Oi. Gut. Nein. Und dann da rein. Oh. Oh Gott, ist das knapp. Ach nö, Mann. Yes! Oh Gott, so, und jetzt nicht, nee, jetzt hier das nicht verhauen. Das wird unangenehm. Das wird richtig unangenehm, Leute. Okay. So, sobald der erste weg ist, müsste der Rest ja eigentlich einfacher sein. Ja, jetzt ist klar, ne? Jetzt ist der Rest einfach. Okay, dann muss der den Schlüssel haben. Yes. Checkpoint. Das wird schief gehen, weil... Die darf ich nicht drücken. Jo. Jetzt muss ich da durchfliegen, oder was? Sheesh. Wait, ich kann erstmal oben rum. Aber wahrscheinlich komme ich da nicht weit. Ah. Okay, da ist die Tür. Ja, gut, wenn aber da die Tür ist. What? Was ist das? Okay. Ach so, die lösen sich auch noch aus, wenn die P-Switches gedrückt werden. Okay, alles klar. So, aber das müsste doch jetzt funktionieren. Ach so. Nee, das hat funktioniert. Die sind jetzt noch da. Jetzt muss ich eigentlich nur hier durchkommen. Okay. Okay, verstanden. Nein. Oh Gott. Ah, ich hoffe, ich mache das niemals. Wenn es wirklich drauf ankommt. Das eine Mal, wo es mir jetzt schon passiert ist, das ist okay. Damit kann ich leben. So, das hier geht runter. Oh. Oh nein, jetzt sind die noch da. Ah, jetzt habe ich sie überhaupt noch nicht gecheased. Schade. Im Gegenteil, jetzt bin ich raus. Rip me. Jetzt geht gar nichts mehr.
Die Jumps! Ja, würde ja eh nicht funktionieren. Okay. Okay. Machen wir mal eher das, was vielleicht viel einfacher ist, wenn man sich nicht total... Ja, okay. So viel einfacher ist das halt doch auch nicht. Nein! Ich dachte, es reicht. Aber ich würde trotzdem lieber mal den Trickweg nachverfolgen. Das hat ja vorhin ganz gut funktioniert eigentlich. Das hat vorhin eigentlich ganz gut funktioniert. Das würde ich gerne mal weiterverfolgen. So. Zack. Dann stürzt hier das Zeug runter. Schnell weiter. Hier auch das Zeug runterstürzen lassen. Und da jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich nur noch den schaffen. Ah, die sind rausgefallen. Nice. Die sind einfach runter... Oh mein Gott. Okay. Wait, wieso geht das jetzt zurück? Hä? Ah, geht er in die Richtung, wo ich gucke? Ach so. Ist wie so ein Wiggler. Verstanden. So, jetzt fallen die dann runter, wenn sie zu mir kommen. Davon lassen wir uns gar nicht erst beirren. Davon lasse ich mich aber schon jetzt ein bisschen beirren. What? Jetzt habe ich blöderweise halt dieses Level angefangen. Oh, das war dumm. Ich hab Quatsch gemacht. Sorry. Sorry. Ich muss die Münzen erst wegmachen. Oh. Und dann kann ich da durch. Nope. So. Schnell durch. Und dann so, dass die P-Switches hoffentlich runtergefallen sind. Nice. Aber die Münzen nicht. Perfekt. So. Oh, verdammt. Aber wie gehe ich denn bei dem Feuer am blödsten vor? Das war jetzt gerade echt merkwürdig. Die Stelle, hier kann man halt echt gut tricksen. Das ist schön. So, die fallen runter. Und... Ja, ich glaube, jetzt sind die P-Switches nicht gefallen, ne? Ja gut, alle bis auf einen. Das geht auch, klar. Ha! Ha! Ausgetrickst, mein Freund. Oh boy! Okay, jetzt muss ich da oben rein. Und da ich eigentlich eh keinen Schuh hätte, kann ich das ja so machen. Yes! Okay, man kann es austricksen. Man kann das Level ganz schön austricksen an Stellen. Ist okay. Finde ich gut. Nutze ich gerne sowas. Erster. Hihi. Sehr schön. Und wir sind noch unter einer Stunde. Kommen wir raus. Haben das nächste Mal dann ein paar andere Sachen zum Angucken. Huch, wollte ich nicht. Ja gut, ist jetzt nicht unter einer Stunde, weil ich noch weiter quatsche. Aber haben jetzt ein paar andere Sachen zum Angucken, und zwar das hier. Und ich werde dann, glaube ich, nochmal die neue Version von dem hier probieren. Glaube ich. Nicht sicher. Das haben wir auch. Ach, Sky Hard. Ach so, das ist dann auch mit diesen, mit den Shell-Dingern, ne? Ah ja, verstehe. Okay.
Ja, aber dann haben wir ein bisschen was zu tun für nächstes Mal. Das ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich denke, Count hat schon sein Ziel erreicht, weil eine halbe Stunde. Er wollte zwar, dass der ganze Part sein Level ist, aber dadurch, dass ich halt einfach jetzt länger aufgenommen habe, ist halt nicht der ganze Part sein Level, aber eine halbe Stunde könnte ja ein ganzer Part sein. So gesehen, ne? Gut, wir haben es hinter uns. Du darfst das nächste Level bauen, Counter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.